sieht ein Mensch an einem Seil, das an der Wand befestigt ist und das dazwischen geschaltete Newtonmeter zeigt 400 Newton an, dann ist klar, dieser Mensch hier zieht mit 400 Newton oder eben 40 Kilogramm am Seil. Nimmt man die gleiche Situation und ersetzt die Wand durch eine zweite Person, dann verläuft die Diskussion in der Regel nicht mehr so geeint. Also die einen behaupten, dass jeder mit 400 Newton zieht und andere sind der Meinung, dass die beiden je mit 200 Newton ziehen müssen. Deshalb ist diese Zeichnung hier aus dieser Quelle schon so angeschrieben, dass man sieht, 400 Newton, 400 Newton, es spielt keine Rolle, ob da eine Wand ist oder ein zweiter Mensch. Das wusste ja schon der Bürgermeister von Magdeburg mit seinem berühmten Versuch. Da habt ihr dann ja auch 16 Pferde genommen, die versucht haben, zwei evakuierte Halbkugeln zu trennen. Nun, meine Behauptung ist, auch wenn man das an Schulen klärt, dass immer noch sehr, sehr viel unklar bleibt beim Seilziehen. Das möchte ich jetzt einmal anhand eines Beispiels weiter erläutern. Ich habe hier eine analoge Situation, jetzt diesmal mit Jane und Mehmet. Die machen also hier ein Seilziehen. Nun, um die Situation zu analysieren, setze ich jetzt einmal Jane auf ein Rollbrett und danach setze ich Mehmet auf ein Rollbrett und am Schluss stehen dann beide auf einem Rollbrett. Damit ich die Diskussion konsistent führen kann, brauche ich ein Koordinatensystem. Das heißt, ein Weltkoordinatensystem oder ein Koordinatensystem, das fest mit der Erde, dem Bezugssystem, verbunden ist. Ich benötige aber im Moment nur eine Achse, die habe ich hier eingezeichnet mit x. Nun stelle ich also zuerst einmal die Situation mit Jane auf dem Rollbrett im sogenannten Flüssigkeitsbild dar. Im Flüssigkeitsbild erscheint der Impuls. Das ist die Grundgröße der Translationsmechanik, das weiß man jetzt seit etwa 100 Jahren. Also der Impuls ist wirklich die Grundgröße der Translation aus der Sicht der Physik des letzten Jahrhunderts. Dieser Impuls, den stelle ich als Flüssigkeit dar. Und die Erde selber ist dann ein riesiger See in diesem Bild. Und dieser See enthält beliebig viel Impuls mit einer riesengroßen Oberfläche. Jane selber wird zu einem zylinderförmigen Topf mit dem Querschnitt, der ihrer Masse entspricht. Also der Querschnitt des Topfs, den wir hier als symbolische Darstellung von Jane verwenden, der hat einen Querschnitt, der der Masse von Jane entspricht. Und jetzt zieht der Mehmet und dann passiert Folgendes. Jane bewegt sich vorwärts, immer schneller. Und da stellen wir im Flüssigkeitsbild mit einem steigenden Pegel dar. Und wieso kann sich überhaupt Jane bewegen? Weil sie von der Erde Impuls bekommt. Das heißt, aus der Erde wird Impuls entnommen und Jane zugeführt. Dadurch steigt ihr Pegel, das heißt ihr Geschwindigkeit, ihr Bewegungsmaß und das heißt, dass ihre Geschwindigkeit wird größer. Nun, der Impuls kommt nicht eben vom Mehmet, sondern er kommt aus der Erde. Der Mehmet bewegt sich ja nachher auch nicht. Aber die Energie, und das ist das Entscheidende, die Energie kommt aus dem Muskelapparat von Mehmet. Zwar unterscheiden wir in der Systemphysik die Prozessleistung, das heißt dort, wo die Energie dem Impulsstrom aufgeprägt wird, und wir reden vom zugeordneten Energiestrom IW, wenn dann die Energie zusammen mit dem Impuls fließt. Das wäre also die Situation, wenn Jane auf dem Rollbrett steht und Mehmet sie vorwärts in Bewegung setzt. Nun drehen wir die Situation an. Mehmet steht jetzt auf ein Rollbrett und Jane zieht am Seil. Dann haben wir ein zweites Flüssigkeitsbild, also einen zweiten Topf.
in der Erde. Ich nehme an, dass Mehmet ein bisschen mehr Masse hat, also ist der Topf im Querschnitt ein bisschen größer. Nun beginnt Jane zu ziehen und dann geht eben der Impuls nicht von der Erde an Mehmet, sondern Jane entzieht dem Mehmet Impuls und befördert ihn an die Erde weg. Das heißt, der Impuls geht aus Mehmet raus an die Erde weg. Deshalb wird die Geschwindigkeit von Mehmet negativ, das heißt, das Niveau sinkt. Und dennoch braucht man Energie dazu und diese Energie kommt jetzt wieder aus dem Muskelapparat, aber diesmal von Jane. Wir haben also eine Prozessleistung im Oberarm und wir haben dann einen zugeordneten Energiestrom, der jetzt eben gegen den Impulsstrom fließt, weil die Geschwindigkeit ja negativ ist. Die Geschwindigkeit ist nicht nur ein Maß für die Füllhöhe im Flüssigkeitsbild, die Geschwindigkeit ist eben auch das Energiebeladungsmaß des Impulsstromes. Nun, in beiden Fällen fließt der Impuls aufwärts. Also beim ersten Fall floss der Impuls aus der Erde in Jane hinein und jetzt fließt der Impuls aus Mehmet an die Erde weg. Und in beiden Fällen geht es geschwindigkeitsmäßig berghinauf und deshalb braucht es je eine Prozessleistung, es braucht also aktive Muskeln. Nun, man kann natürlich beide auf ein Rollbrett setzen, dann haben wir die beiden Töpfe mit den Massen als Querschnitt und wieder die Erde, wobei die Erde jetzt eigentlich nicht mehr benötigt wird, denn sobald Mehmet oder Jane zieht, fließt der Impuls aus dem Mehmet zu Jane. Und das Niveau bei Mehmet sinkt und das Niveau von Jane steigt. Mehmet bekommt eine negative Geschwindigkeit und Jane bekommt eine positive Geschwindigkeit. Die Energie kommt, wie gesagt, wieder aus den Muskeln, aber es ist gar nicht gesagt, ob jetzt Mehmet zieht oder Jane zieht, das hat den gleichen Effekt. Es führt zu einer Impulstrennung unter Energieaufwand. Nun, das Flüssigkeitsbild enthält noch viel mehr Informationen. Man kann hier die kinetische Energie direkt erkennen, man kann das Grundgesetz von Newton direkt formulieren und so weiter. Ich verweise hier einfach auf das Video zum Flüssigkeitsbild in der Translationsmechanik. Nun gehen wir zurück zur Realsituation. Also das Flüssigkeitsbild enthält praktisch alle Zusammenhänge der eindimensionalen Mechanik mit Ausnahme der Geometrie. Und hier sind wir jetzt wieder in der geometrisch korrekten Situation. Also wenn jetzt die Rollbretter wieder weggenommen werden und beide ziehen oder beginnen mit dem Seil ziehen, dann bleibt natürlich das Seil unter Zugspannung wie vorher. Und man kann sich das wieder überlegen aus den Flüssigkeitsbildern und das als Regel formulieren. Jetzt fließt der Impuls im Seil in negative Richtung. Also man kann das als Regel formulieren und sagen, wenn ein Seil unter Zugspannung steht, dann fließt der Impuls gegen seine Bezugsrichtung. Vor allem, also was braucht dann eine eindimensionale Situation? Nun, in diesem Fall stehen ja die beiden Personen voll auf der Erde. Also man kann hier sogar Wanderschuhe anziehen, damit es noch ein bisschen besser geht. Und das ist natürlich der Erdschluss, weil der Impuls muss aus der Erde zufließen und er muss an die Erde wieder abfließen können. Wenn hier ein Durchbruch stattfindet oder eben wenn sich hier der Schuh löst, dann haben wir die Situation mit der wieder mit dem Rollbrett und dann bleibt der Impuls eben in der Person hängen und dann bewegt sich diese Person entweder vorwärts oder rückwärts, je nachdem, wen es betrifft. Das wäre also die Geschichte mit dem Impulsstrom. Wir können auch sagen, wir haben ja einen Impulskreisstrom hier, der über die Erde kurzgeschlossen ist, was ja auch aus der Elektrizitätslehre bekannt ist, also hier, wo der Impuls dann vorwärts fließt, da ist das Material gestaucht. Also wenn man hier einen Teppich dazwischen legen würde, könnte man sehen, wie hier der Teppich
sich Welt. Also Impuls, der vorwärts fließt, erzeugt Druckspannung. Impuls, der rückwärts fließt, erzeugt Dehnung, also Zug. Impuls, der quer fließt, da koppelt dann der E-Impuls ein, man nennt das dann das Hebelgesetz. Und das kann man jetzt mit der Translationsmechanik alleine nicht mehr abhandeln, aber man kann sich eine Fläche nehmen, zum Beispiel hier diese Schuhsohle, und sagen, wenn der Impuls seitwärts durch eine Fläche tritt, dann hat man in diesem Bereich Scherung. Also man hat Zug, Druck, Scherung, und wenn man dann den Impulsstrom auf drei Dimensionen erweitert und dann noch lokalisiert, dann kann man runtergehen bis zur Impulsstromdichte, was ja dann dem Spannungstensor entspricht. Nun, der Systemphysik wird oft vorgeworfen, mit Impuls und Energiestrom, ja, gehe die klassische Mechanik quasi vor die Hunde. Die Leute wissen dann nicht mehr, was eine Kraft ist. Ich behaupte, das Gegenteil ist wahr. Die Systemphysik führt zu einem absolut sicheren Kraftbegriff, der zu 100% verträglich ist mit dem Kraftbegriff der technischen Mechanik. Das möchte ich schnell zeigen. Man muss einfach eines wissen: In der klassischen Mechanik, ich rede hier nicht von der modernen Physik, in der klassischen Mechanik ist die Kraft ein Attribut eines Körpers. Das heißt, es gibt keine objektivierbaren Kräfte. Kräfte gehören immer zum Körper. Wenn man mit dem Hammer einen Nagel einschlägt, muss man, bevor man die Kräfte einzählt, sagen, reden wir vom Hammer oder reden wir vom Nagel. Das mache ich jetzt hier auch. Ich schneide Chain frei. Das heißt, ich erkläre Chain zum System, zum objektivierten System. Und dann gilt die Regel, dort, wo der Impuls zufließt, da wird die Stromstärke des Impulses mit einem positiven Kraftpfeil markiert. Das heißt, hier fließt ja der Impuls so, also negativ durch das Seil, aber von der Chain aus gesehen fließt der Impuls zu. Deshalb gibt es hier einen positiven Kraftpfeil. Das nenne ich jetzt Seilkraft. Dort, wo der Impuls in den Boden fließt, dort gibt es einen negativ gerichteten Kraftpfeil, wobei immer die Stärke des Kraftpfeils der Impulsstromstärke entspricht. Und dieser Kraftpfeil ist dann eben negativ gerichtet. Das heißt, der Impuls fließt ja hier vertikal, aber der Kraftpfeil ist natürlich horizontal, weil er zeigt ja die Impulsstromstärke des X-Impulses an. Nun kann man natürlich genauso gut den Mehmet freischneiden, und dort, wo der Impulsstrom rausfließt, gibt es einen negativen Kraftpfeil. Dort, wo der Impulsstrom reinfließt, gibt es den positiven Kraftpfeil. Nun könnte man mit ein bisschen Ungenauigkeit sagen, diese beiden Kraftpfeile bilden dann ein Aktio-Gleich-Reaktio-Paar. Die da unten natürlich nicht, weil streng genommen müsste man jetzt den Boden noch freischneiden, dann geht hier der Impuls rein, dann gibt es hier einen Positivpfeil vom Boden aus gesehen, hier geht der Impuls raus, dann gibt es hier einen Negativpfeil, und dann immer die beiden Pfeile zusammen sind Aktio gleich Reaktion. Also wenn man vom Impuls ausgeht, steht man auf dem Boden der modernen Physik, hat eine konsistente Struktur und kommt zu einem absolut wasserdichten Kraftbegriff, was man leider bei vielen Physikbüchern nicht behaupten kann. Schau, gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen wir jetzt den Energietransport an. Also ich habe hier wieder den Impulsstrom durch Mehmet und dann durch Chain hindurch. Und jetzt gehen wir davon aus, dass der Mehmet zieht. In dem Moment, wo Mehmet zieht, ist die Geschwindigkeit des Seils positiv. Wir nehmen das an, die Körper bleiben praktisch in Ruhe, nur hier der Arm verkürzt sich und dieser Arm hier wird länger, das heißt weniger abgewinkelt. In dem Moment, was er nämlich schnell zieht, ist die Geschwindigkeit positiv. Dann ist die Geschwindigkeit ja das Energiebeladungsmaß des Impulsstromes, das heißt,
Geschwindigkeit mal Impulsstromstärke, das gibt eben die zugeordnete Energiestromstärke, die wird dann positiv gemessen, also in Watt. Das heißt, die Energie fließt mit dem Impulsstrom durch das Seil. Und jetzt gehe ich aber zur lokalen Betrachtung über und schauen wir mal die Prozessleistung an. Also in den Armen von Mehmet fließt ja der Impulsstrom von der Geschwindigkeit 0, das ist die Geschwindigkeit von Mehmet, auf eine positive Geschwindigkeit hinauf. Das heißt, dieser Klammerausdruck wird negativ, das heißt, die Prozessleistung hier drin wird negativ. Das hat jetzt die gleiche Bedeutung wie üblicherweise in der Elektrizitätslehre, die Prozessleistung ist negativ, das heißt, der Impulsstrom nimmt hier Energie auf von den Muskeln von Mehmet. Nun, die Prozessleistung auf der anderen Seite ist dann umgekehrt, also die Geschwindigkeit des Seils ist positiv, die Geschwindigkeit von Jane, also vom restlichen Körper, ist negativ, ist 0 und deshalb ist dann hier die Prozessleistung positiv, das heißt, hier setzt der Impulsstrom Energie frei. Die beiden Begriffe braucht man, wenn man wirklich Strukturen erklären will, also der Energiestrom zugeordnet, sagt einfach, wie die beiden Ströme zusammen durch eine Schnittfläche oder durch den Raum wandern, die Prozessleistungen beschreiben, wie in der Elektrizitätslehre, den Energieumsatz pro Zeit in den entsprechenden Elementen drin. Nun, jetzt kehren wir das Ganze um und Jane zieht jetzt ruckartig und dann wird die Geschwindigkeit des Seils negativ, weil die Geschwindigkeit ist dann ja auf Jane zugerichtet, was einem Minuszeichen entspricht bei dieser Koordinatenwahl. Nun, eine negative Geschwindigkeit bedeutet, dass der Energiestrom negativ wird und das bedeutet, das ist ja eine Strom-Strom-Kopplung, das bedeutet, dass der Energiestrom gegen den Impulsstrom fließt. Wenn man jetzt die Prozessleistungen anschaut, ich möchte das nicht mehr einzeln durchdiskutieren, dann wird also hier die Prozessleistung negativ, das heißt, der Impulsstrom wird mit Energie beladen und hier wird dann die Prozessleistung positiv, das heißt, dort setzt der Impulsstrom Energie frei. Gehen wir über in die klassische Darstellung, dort reden wir aber von Leistung einer Kraft. Ich habe hier wieder die Schnittbilder und dann haben wir hier die Seilkraft auf Jane, die Hafttreibungskraft auf Jane und die hier dasselbe, das Analoge für Mehmet. Und die Formel lautet dann, die Leistung einer Kraft ist das Skalarprodukt von Kraft und Geschwindigkeit, also Vektoren. Wobei die Geschwindigkeit an der Schnittfläche zu nehmen ist, also nicht des Schwerpunkts, wie in der Punktmechanik. Nun, wir können einen Fall anschauen, nämlich der Mehmet zieht, dann ist die Geschwindigkeit hier positiv, dann wird das Skalarprodukt positiv, das heißt, Jane bekommt Energie. Und im gleichen Fall ist dann hier das Skalarprodukt von Kraft und Geschwindigkeit negativ, das heißt, Mehmet gibt Energie her. Und da unten, da passt energiemäßig gar nichts, weil die Geschwindigkeiten an diesen Schnittflächen bleiben ja im Regelfall gleich Null. Erst wenn Rutschen einsetzt, gibt es hier einen Energieaustausch. Nun, wir haben also in der Systemphysik drei Bilder. Das Flüssigkeitsbild, um die dynamische Struktur zu zeigen. Das Impuls- und Energiestrombild, um diese Transporte zu erklären durch die Strukturen hindurch. Und natürlich dann eben noch das klassische Kraftbild mit dem klassischen Leistungsbegriff. Man kann nicht das eine Bild oder die Bedeutung des einen Bildes gegen das andere ausspielen. Denn auch das Kraftbild ist natürlich sehr wichtig, ist Standard, aber es ist wichtig, dass man es richtig zeichnet und nicht Dinge hinein interpretiert, die nicht hineingehören. Und wir haben natürlich drei verschiedene Leistungsbegriffe. Es gibt den zugeordneten Energiestrom, der sich dann verallgemeinern lässt auf alle Gebiete der Physik. Es gibt die Prozessleistung, die den lokalen Umsatz beschreibt. Die lässt sich auch verallgemeinern auf die ganze Physik.
Und das Ganze gibt zusammen dann das Wasserfallbild. Zusätzlich kommt in der Mechanik noch über dem Schnittbild noch das Leistungsbild und da ist eben dann die Leistung auf das System zu beziehen. Also man kann Folgendes sagen, wenn ich über Impuls und Energiestrom und Prozessleistung rede, dann habe ich eine globale Sicht, eine ganzheitliche Sicht, dann brauche ich auch ein globales Koordinatensystem. Wenn ich freischneide, dann habe ich nur die Impulsströme bezogen auf das freigeschnittene System und ich habe dann auch nur die Energieströme bezogen auf das freigeschnittene System. Der Vorteil des Schnittbildes ist aber, dass ich kein Koordinatensystem brauche. Also man kann sagen, Impulsstrom, Strombild überhaupt, Leistungsbild braucht ein globales Koordinatensystem, ist dafür ganzheitlich. Das Kraft, also Schnittbild mit den Leistungen der Kräfte ist dann systembezogen, ist aber invariant gegenüber der Wahl des Koordinatensystems.